So, und jetzt geht's weiter und kurz an euch Zuschauer. Ja, von der letzten Folge. Ihr wundert euch bestimmt, warum die so kurz war. Warum war die so kurz? Weil meine blöde PS4 nicht alles aufgenommen hat. Irgendwie hat die nur die Hälfte aufgenommen. Deswegen war die Folge auch so kurz. Ihr habt aber nicht viel verpasst, also ihr habt da nur verpasst, dass ich den Eltern von Kasumi da das Ganze erzählt habe und noch ein paar Fragen gestellt habe und ich dann hier mit dem Boot hierher gefahren bin, aber mehr habt ihr nicht verpasst, also keine Sorge. Und ja, das wollte ich nur euch sagen, damit ihr Bescheid wisst. Und hier als Gast haben wir den Daniel, sag mal Hallöchen. So, Wie du willst. okay. So. Jetzt muss ich hier mit der alten Omi da reden, mit der Captain Avery. Und wir schauen mal, was die zu beichten oder zu reden hat. Avery. Und jetzt weißt du, Ich womit wir es zock zu tun ganz haben. gediegen Der der Runde zu, Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Der Nebel, die Insel verloren, niemand hat es leicht. Erstaunlich, dass du überlebt hast. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Die Insel verloren? Ja. Habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt zählt Fahaba zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Niemand hat es leicht. Erstaunlich, dass du überlebt Wenn du hast. trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich habe genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Kinder des Atoms, doch die kenne ich schon. Den Nebel verschlimmert, die Kinder des Atoms töten zum Geschäftlichen. Zum Geschäftlichen, genau. Nee, die Kinder des. Ja, doch. Klingt, als solltest du dich um die Kinder des Atoms kümmern. Endgültig. Der Festlandbewohner kapiert es. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um den Frieden zu wahren. Also geh, Alan. Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Ja, bin Sie ging ich. ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte. Dein Song Ernst? Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dein Ernst? Brauche ich keine Fremdenführer. Geschichte des alten Long. Was? Ich brauche keinen. Ich brauche keinen Fremdenführer. Ich würde das nicht allein machen. Wenn du es dir anders überlegst, findest du Longfellow in der Bar im Last Plank. Aber bevor du das tust, bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Aha, okay. Gut. Ich glaube, ich muss jetzt mal hier was einstellen. Also, die sagt, hier ist es sehr gefährlich, aber ich brauche trotzdem keinen Führer. Hier mache ich das mal an. Allgemeiner Untertitel. Ich mache das alles mal an. Falls man nichts versteht, dann kann man es trotzdem nachlesen. So. Sprich mit dem alten Longfellow, aha. Longfellow, Longfellow.
Ja, hört sich lustig an. Der Rumpf muss repariert werden. Er baut sich nicht von Ach, jetzt alleine. ist hier überall Untertitel. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt, weil ich das noch nie eingeschaltet habe. Aber ich mache das jetzt für die Leute, die es vielleicht nicht verstehen. Deswegen. Okay, also. Was können wir jetzt denn alles machen? Also, sprich mit dem alten Longfellow. Optional hilft der Seefahrerin. Hilf Cassie. Hilf den Bewohnern vom Far Harbor. Okay, dann mache ich das mal. Die Seefahrerin. Okay. Wo bin ich jetzt überhaupt ganz genau? Also ich bin, glaube ich, wo war das? Da war der Kampf, genau. Hier sind die Viecher, die tot sind. Hier ist nichts mehr fresh, alle tot. Er stöhnt hier wieder rum. Okay, warum nicht? Hör auf! Stöhn nicht rum, ich mag das nicht. Der stöhnt hier rum, ey. Soll mal aufhören, furchtbar. Ja, okay. Reden wir mal mit Der ihm hier. Festlandbewohner. Super. Du hast uns auf den Rumpf der Seefahrerin geholfen. Aber das ist unsere Insel. Unser Kampf. Nicht deiner. Du willst keine Hilfe, will keinen Streit. Wollte nur helfen. Hab euch den Arsch gerettet. Wollte nur helfen. Kumpel, ich wollte nur helfen. Hilfe von anderen macht dich schwach. Man braucht sie mehr und mehr, bis man ohne sie verhungert. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbor-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Aber es gibt eine Ausnahme. Wenn das, was du Avery über die Kinder des Atoms gesagt hast, ernst gemeint war, jedem, der die Mistkerle ausschalten will, verkaufe ich liebend gern meine besten Waffen. Ja. Zeig mal, was du da hast. Keine faulen Tricks. Und bei dir kommst du klar? Mehr ich? Ja, natürlich. Absolut gar nicht, wieder nur Schwitze unterwegs. Ja. Da sind immer mehr unterwegs, Black Ops, oder? Schwitzer, es sind nur noch Schwitzer unterwegs. Ich sag nur, es ist Ferien. Es ist 12 Uhr nachts, es sind nur Schwitzer unterwegs. Vor allem die kleinen Kiddies, die sind auch nicht im Bettchen. Okay, 40%. Kartoffel 2505, nee. Wer nennt sich so, bitte? Eine Kartoffel. Ja, vielleicht fühlt er sich so. Das kann das sein. Höchstwahrscheinlich. Alter, nice! Das ist eine Harpune! Freund des Admirals. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel voller Gesundheit besitzt. Nice! Das ist eine Harpune! Die muss ich mir kaufen. Harpunenwerfer, ohne Scheiß, das brauche ich. Haken. Harpunenkanone. Stinkt normal. Alter, nice, das brauche ich. Das ist, und das andere ist, was ist das hier? Okay, jetzt hier Nahkampf-Dingsbums. Eine Bärenfalle, nice. Ich kaufe mir jetzt das Teil einfach. Das kostet 1400. Ich bin reich, ich habe 23.000. So, ja, ich kauf's. Dankeschön. Ach, stimmt, ich brauche noch Harpunen. Mal, was du da hast. Keine faulen Tricks. So. Also Daniel ist gerade am Abkacken. Nicht wundern, also wenn irgendwelche Wörter rauskommen. Wahrscheinlich am Abkacken. Abkacken, genau. So richtig. Kacken die ab. Nee. Du doch nicht. Jeder kann mal abkacken. One, Luton. Später vielleicht. Jetzt kein Bock.
Und dann mache ich dich fertig. Ist klar. Nie Spaß. Oh, nice Harpune. Schauen wir mal. So, ich rede jetzt mal hier mit dir. Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Schluckiger. Man nennt mich die Seefahrer. Orion Quattro. Schiffsbauer. Handwerker. Nice. Und die einzige, die Fahrhaber über Wasser. Außer Captain Avery natürlich. Warum hilft niemand? Schön, dich kennenzulernen. Glück, dass du da bist. Möchte Belohnung. Genau. Warum hilft niemand? Warum hilft dir niemand? Jeder Haberbewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere, obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Aha. Das war voll scheiße von denen. Wieso machst du mit? Wenn es so übel ist. Wieso machst du das mit? Ich konnte sie ja nicht in den Nebel zurückscheuchen. Nice. Das hätte Pech gebracht. Dann hätten mich ihre Seelen bis ins Grab verfolgt. Das steht fest. Okay, aha, möchte Belohnung haben. Glück, dass du da bist. Das kann sich glücklich schätzen, dass du da bist. Willst du dich einschleimen? Ja, ich rasse dich komplett durch. Es gäbe da, du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen. Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach an. 450 Kronkorken, Drohne. Wenn du es schaffst. Ich helfe. Wozu jetzt die Werkzeuge? Ja. Kein Problem. Ich helfe. Aber in der Gerberei Egels Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Ja, ja. Ich helfe eh schon. Chill. Ja, ich sehe schon, Leute. Die Folge wird hier mehr so eine Laberfolge. So ein Hingelabere. Weil hier ist noch nichts richtig passiert. Also ihr habt jetzt nur mein Gelabere gehört und das von hier, von den NPCs, also von den Typen hier. Und mich willst du nicht erwähnen, gut. Und genau, und von den Typen hier, von Daniel. Genau. Ey, keine Schimpfwörter, es schauen vielleicht später dann noch du kleine Kinder zu. Ist mir sowas von egal. Total geholt. Ich hoffe, Haber behandelt dich. Nein. Doch. Oh, ich muss aufpassen, dass meine Mom, dass ich meine Mom nicht aufhängt. Ja, es ist ja schon, wie spät es ist. Ja. Okay, also ich mach. Nee, ich mach jetzt noch keine. Noch kein Ende von der Folge. Alter, der stöhnt hier wieder rum. Aktion? Ist der kaputt? Kann ich nicht benutzen, so ein Dreck. Ich schlage mich so durch. Wie schlagst du dich durch? Wie? Was? Davon so ein Camper, ich glaube es nicht. Nee, er ist ein Schwarzer. Das erklärt alles. Das ist alles immer schwieriger, wenn man schwarz ist. Da ist ein Viech drin, krass. Die kochen das Viech. Ja, nice. Cool, das will ich auch. Einen riesengroßen Ofen. Ja, nice. Die kochen ein Miroklei. Das ist nice. Okay, also Leute, bis zur nächsten Folge und mal schauen, ob es dann wirklich Action gibt oder nicht. Also haut rein und lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Und ein Abo. Genau, wäre auch nicht schlecht an die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Und viel Spaß noch, Daniel. Also, bis dann.